eine grundsätzliche Korrektur des SGB II und die Erhöhung der Eingliederungsmittel für Jobcenter. Das forderten die Mitglieder des Erwerbslosenbeirats in der Landespressekonferenz vom Dienstag. Seit 2017 gäbe es kein Konzept auf diesem Gebiet, obwohl die Sorge um Arbeitsplätze bei den Bürgerinnen und Bürgern an erster Stelle stünde. Hartz IV habe seine Wirkung schon längst verloren. Es ist ja in Ordnung, sich strengen Bedingungen zu unterwerfen, wenn die Möglichkeit besteht, in Arbeit zu kommen. Aber wenn Sie nur diese, was Sie als Gängelei empfinden, ich sage es jetzt einfach so verkürzt, Sie empfinden eine Gängelei vom Arbeitsamt, aber haben keine Chance, dem zu entgehen. Das ist eine Zwickmühle, das ist eine dieser Nebenwirkungen, dass Sie das Regiment geblieben ist, aber der Ausweg fehlt. Die Akteure wollen durch die Hilfe vieler Institutionen und Unterschriften Druck auf die neue Landesregierung ausüben. Die Bundesagentur für Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern zählte im August 2016 74.307 Arbeitslose. Davon gelten offiziell 38,4% der Frauen und Männer als langzeitarbeitslos. Dabei waren in MV 13.296 Arbeitsplätze unbesetzt.